Hallo zusammen. Ich habe hier einen wunderschönen Kieselweg gefunden. Da werde ich mich jetzt mal barfuß betätigen, um etwas für meine Füße zu tun, damit ich hier meine Fußfaszie mal schön durchmobilisiere, schön massiere, gut uns auch in den Füßen, auch im Alter fit zu halten, weil wenn wir öfters barfuß laufen, tun wir was Gutes für unsere Fußfaszie. Und noch damit auch gleichzeitig haben wir viele Reflexzonen angesteuert, die auch viel Gutes im Rest unseres Körpers bewirken. Ich hoffe, ihr seht es hier. Ich zeige es euch mal. Schöne, fette Steine. Dann geht's mal los. Wenn ihr natürlich jetzt hier gerade keinen Kieselweg vorfinden könnt, dann bedient euch doch bitte mit einem Massageball. Es gibt auch schöne Igelbälle, die sind so noppig. Oder auch einfach nur einen Tennisball und rollt eure Fußfaszien aus, von der Ferse bis zu den Zehen. Und lauft einfach mal öfters barfuß. Und auch gerne mal so richtig schön das Gewicht verteilen auf dem ganzen Fuß. Jetzt seid ihr vorbereitet für die Balanceübung. Einen guten Stand. Ihr hebt euer rechtes Bein. Und zwar stellt den Fuß oberhalb des Knies ab. Hüfte nach außen. Kommt in die Balance. Und ihr könnt die Hände vor eurem Brustkorb zusammenbringen. Handflächen berühren sich. Mit ein bisschen Druck verstärkt ihr auch hier die Stabilität, fokussiert einen Punkt vor euch, atmet ruhig ein und aus. Diese Balance hilft euch, körperlich und auch seelisch in die Balance zu kommen, im Gleichgewicht zu bleiben. Wir wechseln das Standbein und jetzt mit dem linken Bein hoch das Knie heben und den linken Fuß oberhalb des Standbeins aufstellen. Ihr könnt aber auch unterhalb dem Knie euren Fuß setzen, je nachdem, wie stabil ihr stehen könnt. Das hat ganz viel auch mit Tiefenmuskulatur zu tun. Findet für euch die gute Balanceposition, Hände wieder zusammenführen. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, immer auch in der Körpermitte zu bleiben, nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten. Man wird doch leicht mal aus dem Gleichgewicht gebracht. Und auch gerade diese körperliche Balance aktiviert viele Tiefenmuskeln, aber auch für euch ist es gut, stabil in eurer Körpermitte zu bleiben. Arme nach oben, wenn ihr euch gut aufgestellt fühlt. Und entspannen, atmen. Beide Füße wieder zum Boden bringen. Ja! Wir bringen jetzt nochmal das rechte Knie hoch, haltet euch fest und ihr könnt hier nochmal schön kreisen. Beweglichkeit im Fußgelenk immer mal zwischendurch einbringen, ist sehr gesund auch. Die Füße werden viel zu wenig bewegt, immer in den Schuhen gefangen. Im Winter noch mehr in den dicken Winterstiefeln. Jetzt haben wir Frühling, Sommer, kommt. Befreit eure Füße, bewegt eure Füße. Das tut eurem Körper gut. Und gleichzeitig auch mit der Balanceübung verbunden. Eine andere schöne Übung, die zeige ich euch hier. Ihr müsst natürlich das jetzt alles nicht draußen machen, aber hier könnt ihr es an einer Parkbank vielleicht tun oder auch im Haus, wenn ihr eine Treppe habt. Stellt euch mal so auf den Treppenabsatz und lasst die Ferse nach hinten sinken. Das andere Bein hilft euch, stabil zu bleiben. Auch beide Beine sind so ein bisschen gebeugt und zieht die Ferse hinten tief. Jetzt wechsle ich gerade das Bein. Ja, findet eine gute Standposition. Und dann kommt ihr an die Kante des Treppenabsatzes oder
wo ihr auch gerade eine Erhöhung findet und lasst die Ferse nach unten ziehen. Dann spürt ihr den Zug in der Wade, aber auch in der Fußfaszie ganz verstärkt. Einfach mal verweilen. Gesundheit beginnt bei den Füßen, sagt man so schön. Also ruhig mal den Füßen mehr Aufmerksamkeit schenken. Das machen wir heute. Nochmal Wechsel zur anderen Seite. Richtig schön in den Wohlfühlschmerz spüren. Ja, das ist nichts Schlimmes. Je nachdem, wie geübt ihr seid, ist der Dehnschmerz größer oder kleiner. Fußfaszie und auch hier in der Wade spürt ihr eine Dehnung. Prima. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein bisschen schön eure Fußsohle aktivieren. Also wenn ihr Stellen findet, wo hier viele Steine rumliegen, lauft mal rüber, lauft einfach mal mehr barfuß, soweit die Situation erlaubt. Gerade im Sommer ist das ja eine gute Möglichkeit, ihr tut was Gutes für eure Füße, aber damit auch für euren gesamten Körper. Gerne Kommentare, wie es euch damit geht. Und ich freue mich dann auf ein Wiedersehen zum nächsten Thema. Alles Gute weiterhin. Ciao.